schön, dass ihr hier seid. Morgen ist endlich Konfirmation, 4 Monate später als ursprünglich geplant. Aber wir können feiern, endlich. Das Fest ist sicher anders als sonst. Wir müssen Corona-mäßig auf der Hut sein, aber es wird sicher trotzdem unfassbar schön. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Und damit der Gottesdienst morgen nicht so lang wird, halte ich morgen in der Kirche selbst nur eine kurze Predigt. Und hier könnt ihr heute auf YouTube die lange Fassung gucken. Also, wir machen uns auf. Kommt mit. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich vor einer Woche oben auf unserem Kirchturm stand und hinunterblickte in die Tiefe. Matti Wetter hatte mit einem Kollegen vom SAC eine Abseilstation gebaut und wir konnten mal den Kirchturm von innen hochgehen und dann von außen wieder runter. Wir konnten uns abseilen. Das war für mich eine Erstbegegnung mit dem Bergsport. Entsprechend überrascht war ich, als mir Matti ein Stück Seil mit einem Karabiner entgegenhielt und sagte: "So, Lars, das ist deine Nabelschnur." "Aha", dachte ich, "meine Nabelschnur also." "Die ist wichtig", ergänzte Matti. "Da ist etwas dran, das rettet dein Leben." "Okay." Einigermaßen skeptisch guckte ich mir dann meine Nabelschnur an, die so in meinen Händen lag. Ich habe gelernt, die Nabelschnur ist die direkte Verbindung meines Klettergurtes mit dem Sicherungspunkt des Seiles. Und wenn alles schief geht, dann ist meine Nabelschnur immer noch da und hält mich. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein wunderbares Bild für Konfirmation. Genau darum geht's doch. Konfirmare heißt ja, sich festmachen, sich anbinden, sich an Gott anbinden. Und die Konfirmationsnabelschnur, das ist unser Glaube. Diesen Jesus glauben wir seinen Gott. Ihm hinterher vertrauen wir. So wie er uns Gott gezeigt hat, dahinter kommen wir nicht mehr zurück. Gott ist Liebe und Gott zieht uns hinein ins Leben. Er öffnet uns Türen. Jesus hat gezeigt, wie wir uns unserer Angst stellen können, wie unsere Hoffnung wächst und wie wir ein Gespür entwickeln können für das, was Gerechtigkeit ausmacht. Da seid ihr ja schon ganz gut auf dem Weg. Und wenn ich das Bild von der Nabelschnur dann noch weiter bedenke, die echte Nabelschnur, die funktioniert in beide Richtungen. Sie versorgt den Embryo mit allem, was er zum Leben braucht, und sie führt ab, was er nicht weiter verarbeiten kann. Wer sein Leben so an Gott angebunden hat, der lebt gesichert und lernt Vertrauen, mehr und mehr, durch die Stürme des Lebens hindurch, die sowieso kommen werden, das lässt sich nicht vermeiden. Aber der Mensch, der Gott vertraut, kann ablegen, was er nicht tragen kann. Und das Leben ist schön, vergesst das nicht. Wir müssen nicht an unserem Leben zerbrechen. Dazu gibt es natürlich auch einen passenden Bibelvers. In der Bibel heißt es: "All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch." Für uns wird also gesorgt. Das ist die Grundaussage unseres Glaubens. Und das ist wunderbar. So könnt ihr als Konfirmandinnen und Konfirmanden und so können wir mutig unseren Weg durch das Leben stapfen. Und so an Gott festgemacht ist das Hinaufklettern wohl anstrengend, aber auch atemberaubend schön. Wir erleben die Freiheit auf dem Gipfel, auch die Ruhe und Stille und diese wunderbare Aussicht. Und wir können dann auch anschließend das Abseilen genießen, uns ein bisschen baumeln lassen und uns auch hängen lassen. Und so wächst das Vertrauen und der Weg wird immer leichter, je öfter wir das üben, je vertrauter wir werden mit allem, was dazugehört zu unserem Glauben und zu unserem Vertrauen. Wir merken und wir lernen, wir sind getragen. Unsere gemeinsame Unterrichtszeit geht morgen zu Ende. Nächstes Jahr planen wir noch die Konfahrt. Und bis dahin seid ihr dann schon alle hinausgegangen ins Leben. Ihr seid schon aufgebrochen, habt euren Weg unter die Füße genommen. Das ist toll. Ich wünsche euch ein wunderbares Leben, dass ihr euren Weg findet, dass ihr liebt und geliebt werdet
dass ihr Verantwortung übernehmen und gestalten könnt. Das Leben ist unfassbar schön, vergesst das nie. Manchmal sieht es nämlich nicht so aus. Manchmal läuft es einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist beim Bergsteigen auch so. Der direkte Weg ist nicht immer der beste und auch sicher nicht immer der schönste. Manchmal muss der Bergsteiger Umwege einplanen und dann gucken, was geht und auch gucken, was eben nicht geht. Manchmal muss er auch umkehren und einen neuen Weg finden. Das alles gehört mit dazu. Und so werdet ihr auf eurem Weg manche Überraschung erleben. Lasst euch also überraschen, seid offen, denn so öffnen sich für euch neue Horizonte. Und vergesst nicht, die Nabelschnur ist da. Sie ist eure Grundsicherung, die kann euch niemand nehmen. Und dann könnt ihr frei und aufrecht euren Weg gehen. Ich habe drei Wünsche für euch. Ich wünsche euch, dass ihr euch etwas zutraut. Vielleicht auch etwas mehr als bisher. Mir ist schon klar, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen der Reihe nach am Leistungsdruck zerbrechen, dass ihnen zu viel zugemutet wird oder dass sie sich selbst zu viel zumuten. Aber die Konsequenz daraus kann ja nicht sein, dass wir unser Selbstvertrauen begraben. Ihr seid wirklich tolle Menschen. Ihr seid wertvoll und in euch schlummert noch etwas, das ihr bisher bestenfalls ahnen könnt. Nach und nach wird das aber zum Vorschein kommen und ihr werdet die Personen werden, die ihr jetzt schon seid. Mit all ihren Facetten, die sich dann noch ausbilden werden, mit allen Möglichkeiten, die in euch angelegt sind. Langsam wird sich entfalten, was schon längstens da ist. Langsam geht der Same auf, den Gott in den Acker eures Lebens gelegt hat. Also, geht euren Weg mutig und lasst euch keine Angst machen. Ihr seid freie Menschen und Gott möchte, dass ihr gerne lebt und dass ihr liebt, dass ihr eure eigenen Erfahrungen macht, mit euch selbst und mit den Menschen, die euch begegnen. Ich wünsche euch, dass ihr euch eure eigenen Gedanken macht. Ihr seid hier auf der Welt, um glücklich zu sein. Lasst euch bloß nichts anderes einreden. Ihr könnt träumen und gucken, wie ihr eure Träume umsetzen könnt. Und träumt um Gottes Willen eure eigenen Träume. Nicht die Träume anderer Menschen, nicht die eurer Eltern, auch nicht die eures Chefs und auch nicht die eures Pfarrers. Denkt selber nach, findet euren Weg, euer Ziel und gebt euch nicht mit zu wenig zufrieden. Und lasst auch nicht zu, dass ihr euch in zu kleine Fragen verstricken lasst. Die Gefahren sind heute groß, viele Mächte und Menschen zerren an euch. Überlegt selbst, was ihr wollt. Und vergesst nicht, dass ihr nicht alleine glücklich sein könnt. Euer Glück ist auch vom Glück anderer Menschen abhängig. Sorgt in eurem Glück auch für die Menschen, die euch begegnen. Ich wünsche euch drittens, dass ihr eure Quelle noch besser kennenlernt. Dass ihr erfahrt, wo ihr auftanken könnt, was euch gut tut und wie ihr zu der Kraft kommt, die ihr braucht. Denkt an die Nabelschnur, das ist ein tolles Bild dafür. In der Kirche sagen wir, dass die Quelle unseres Lebens Gott ist. Und als Appenzellerinnen und Appenzeller wisst ihr ohnehin, dass alles Leben aus ihm strömt. Also pflegt die Quelle, macht eure eigenen Erfahrungen mit Gott und lasst euch von ihm umgestalten in sein Licht. Denn in seinem Licht werdet ihr auch euer eigenes Licht sehen und ihr werdet dann bemerken, dass das ein und dasselbe Licht ist. Wenn ihr diese Erfahrung habt, wenn ihr das erleben durftet, dann kann euch nichts und niemand mehr erschüttern. Dann werdet ihr mutig und aufrecht euren Weg durch euer Leben gehen. Eure Angst wird schwinden. Dann wisst ihr, dass Gott eine Herausforderung ist, dass er euch zum Leben provoziert und wirklich herausfordert. Das ist lustvoll und voller Freude. Das Leben ist schön, trotz allem, was manchmal auch dagegen spricht. Ich danke euch ganz herzlich, dass ich euch ein Stück auf eurem Weg begleiten durfte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Dann geht mit dem Segen Gottes.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.